Hör mal, ich weiß, ich habe dich im Dunkeln gelassen, aber als ich mit meiner Arbeit angefangen habe, warst du noch so jung. Und danach? Ich habe immer gehofft, dich da nicht mit reinziehen zu müssen. Ja, ich verstehe. Komm schon, lass uns einfach in die Zukunft gehen und dieses Chaos in Ordnung bringen. Warte kurz. Siehst du, abgeschlossen. Du hast die Maschine hier versteckt, aber du hast sie niemals wirklich selbst benutzt? Nein, ich habe mich nicht getraut. Nicht nachdem dieser Mann rauskam. Es war Paul. Er hat versucht, mich umzubringen. Liebe Nachtschwärmer, hier ist euer Bobby. Hört zu. Falls jemand von euch bei der Demo an der Riverport-Universität ist, würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Würden uns schon sehr interessieren. Nun ja, unsere Leitungen sind offen. Bis gleich. Verdammt, festgerostet. Kannst du kurz mit anpacken, Jack? Noch einmal. Als Monarch sich die Zeitmaschine in der Universität holen wollte, war Paul da drin gefangen. Er floh in die Zukunft. Was immer dort passiert ist, hat ihn verändert. Irgendwie hat er dort meine Maschine gefunden und sie benutzt, um in das Jahr 1999 zu reisen. Und gründete Monarch. Er flüchtete vor Monarch und wurde das, vor dem er geflohen war. Das ist doch Wahnsinn. Ich hätte diese Maschine niemals bauen sollen. Ich hätte die Finger davon lassen sollen. Genauso wie ich sie zurückließ. Ich hoffe, sie funktioniert noch. Ja. Okay, wir gehen in die Zukunft. Ein bisschen weiter als die Zeit deiner Abreise. Aber bevor der Riss die Zeit zum Stillstand bringt. Ich weiß nicht, das bereitet mir etwas Sorgen. Das wird gefährlich. Natürlich wird es gefährlich. Aber was bleibt uns übrig? Ich wollte das schon immer ausprobieren. So sieht es also aus. Hey Jack, wir werden kurz nach dem Zeitpunkt ankommen, an dem du abgereist bist, um mich zu retten. Das ist unser Zeitfenster, in dem wir wissen, dass es funktionieren kann, aber bevor die Zeit endet. Es ist kein großes Fenster. Monarch dachte, das Ende stünde kurz bevor. Als ob die Experten wären. Irgendwie schon. Alles, was sie wissen, haben sie von mir gestohlen. Kümmer du dich um deine Dinge, dann kümmere ich mich um meine. Alles klar, Will. Abgemacht. Das ist unglaublich. All diese Jahre hatte ich es mir ganz anders vorgestellt. Scheiße. Warte, Will, ich... Was zum Teufel haben die mit der Zeitmaschine gemacht? Weiter!
Ich muss ihn in Bewegung bringen. Wir haben keine Zeit für sowas. Besser nicht, Jack. Keine Ahnung, wie Will hierher gekommen ist, aber vergiss ihn. Das ist größer als wir beide. Du weißt, dass die Zeit bald anhält. Ja, das weiß ich. Daher das Rettungsbootprogramm. Für einen Haufen verzweifelter Leute in einem Bunker, die auf das Unausweichliche warten? Ehrlich, Paul. Du hast den CSR gestohlen, Jack. Ich hab was? Der Plan hängt von ihm ab. Also, hätte ich ihn jetzt gerne wieder, bitte. Das geht nicht. Ich weiß. Dass mir die Mission wichtiger war als meine persönlichen Beziehungen. Thank you.
Besser nicht, Jack. Keine Ahnung, wie Will... Komm der Sache näher. Wir müssen ihn festnageln. Einrücken und Feuer frei. Besser nicht, Jack. Keine Ahnung, wie Will hierher gekommen ist, aber vergiss ihn. Das ist größer als wir beide. Du weißt, dass die Zeit bald anhält. Ja, das weiß ich. Daher das Rettungsbootprogramm. Für einen Haufen verzweifelter Leute in einem Bunker, die auf das Unausweichliche warten? Ehrlich, Paul. Du hast den CSR gestohlen, Jack. Ich hab was? Der Plan hängt von ihm ab. Also, hätte ich ihn jetzt gerne wieder, bitte. Das geht nicht. Ich weiß. Entschuldigen, dass mir die Mission wichtiger war als meine persönlichen Beziehungen. Let's have a look.
gehen. Schon gut. Alles Jack. Gut. Was? Egal. Erklär später. Auf uns wartet Arbeit. Ich muss die Gegenmaßnahme an den Kern anschließen. Sie wurde dazu entwickelt, das Meyer-Joyce-Feld mit Kronenpartikeln zu übersättigen. Die Zeitmaschine fungiert als Verstärker. Das wird eine Kettenreaktion auslösen und das Feld regenerieren. Ein universelles Ereignis. Ich glaub's dir mal. Mach einfach. Jack, hilf mir mal damit. Wie denn?
die Gegenmaßnahme hat wenig Energie. Wir brauchen einen Stoß Kronon-Partikel. Eine Starthilfe. Und das bist du. Die Gegenmaßnahme. Sie hat die Zeit überall wieder geflickt. Die Zerstörung blieb aber bestehen. Die Toten blieben tot. Aber die Zeit... Jack. Will. Die Uhren tickten weiter. Steh auf. Ah, na komm. Da haben wir gerade das Universum gerettet. Ja. Wo ist Paul? Er ist tot. Er ist weg. Keine Ahnung. Ist egal. Will, er hat komplett falsch gelegen. Wirklich? Will. Die Gegenmaßnahme funktioniert. Wow. Die Gegenmaßnahme ist ausgebrannt. Okay. Aber das Maya-Joyce-Feld sollte jetzt stabil sein. Natürlich. Ich muss einige Tests machen, um das zu bestätigen. Aber es gibt keinen Grund zur Annahme, dass der Riss noch besteht. Wow. Eine Frage noch. Serenes gesamte Philosophie war, dass Zeit ein festgelegter Pfad ist und nichts geändert werden kann. Damals waren sie offensichtlich anderer Meinung. Nach all dem, was sie gesehen und getan haben, müssen wir wissen, was glauben sie jetzt? Hatte er recht? Oder ist es möglich, die Dinge zu ändern? Ich werde wiederkommen.
Sie waren sehr geduldig mit uns. Und sehr hilfreich. Vielen Dank. Ja, aber mit der Geduld wird's langsam knapp. Natürlich. Gleich hier draußen. Mr. Joyce. Endlich. Ich dachte, Sie wollten reden, nicht mich verhören. Nun, Sie waren bei der Sache mittendrin. Sie verstehen sicher, dass wir genau herausfinden wollen, was passiert ist. Sie haben das alles Paul angehängt. Das ist nicht schlecht. Paul Serene tanzte immer zu seiner eigenen Musik, das wissen Sie. Er und seine Wahnvorstellungen haben Monarch erheblich geschadet. Aber wir können dieses Unternehmen noch retten. Ein Mann wie Sie wäre sehr hilfreich. Monarch ist nicht mehr das, was Sie denken, Mr. Joyce. Sie verfügen über außergewöhnliche Qualitäten. Und auch wir könnten Ihnen bei Ihren Bedürfnissen zur Hand gehen. Wir könnten einander helfen.